Jahr ist um und Fasnacht ist schon wieder. Der Tramp mit seinem gefärbten Scheitel trampelt quer durch Gartenbeet ganz eitel und bringt die Welt zum Kochen und Sieden, außer der Herr Putin, der pfeift ohnehin auf dem Frieden und haut ab ein fettes Stück von der Ukraine stattdessen, während alle zittern im Osten und im Westen. Der Recep Erdogan, der schlaue Hund mit seiner 160-Zimmer-Residenz, nützt den Putsch und krönt sich zum Super-Sultan in voller Dekadenz. Ja, ja, ein verrücktes Jahr ist wieder vorbei, da braucht's Humor, um nicht zu verbittern dabei. Auch wenn nicht alle ihn lieben, der Humor tut gut hüben und drüben. Franziskus, unser Papst im Vatikan, betont immer wieder und so oft er kann, dass Gott uns entgegenlacht in jedem menschlichen Gesicht und uns beruft zu mehr Gerechtigkeit und nicht zum Gericht. Ja, Fasnacht ist heut und ich hoffe, dass es auch euch freut. Was unterm Teppich gekehrt, bringt sie ans Licht. Mit Humor und Parodie schauen wir dem Leben ins Gesicht. Was bei den einen schlummert tief drin im Herz, macht sie leicht und lässt sie werden zum lachenden Scherz. Clownin Petunia und ihre Freundin, auch sie ist wieder unter uns und lacht. Wie ein Spiegelbild ist sie und sagt, gib deinem Herzen Acht, dass ihr die Freude und den Humor nicht vergesst. Drum feiern wir jetzt mal anders Gottes Freudenfest. Auch heute streckt der Herrgott seine Arme uns offen zu. Statt zu messen und zu krampfen, such den Frieden und komm zur Ruhe. Ja, du, nimm das Leben, wie es dir begegnet und vertraut mir, wir sind und bleiben alle gesegnet. Alfons, du Pfarrer von St. Ottmar aus der Stadt, Vödli Bürger mit Tiefgrund und im Herzen Chogeglatt, eröffne du nun unsere Feier mit dem Jesus, unserem innern Licht. Wir wollen jetzt da sein, mit Humor und voller Zuversicht. Gäste haben es geschossen, es ist kein Scherz, der neue Vögel himmelwärts. Es ist bei Gast zur Freude aller ein St. Galler FC-Baller. Und heute im Gottesdienst, wie du hörst, spielen Teufeler Südwürst. So gefusen sicher keine ein und ist mit Ohr und Herz dabei. Mag's einer Gott heute bunt verkleidet und erst heim, wenn's ihm verleidet. Es wär kein Christ, vielmehr ein Tor, wo kein Sinn hat für Humor. Was Jesus uns als Botschaft sagt, ist auch nicht ohne Heiterkeit. Er selber hat ein Beispiel gegeben, wie du im Evangelium kannst sehen. In Kana,
war eine Hochzeit und da ist Jesus auch dabei. Er freut sich mit dem Liebespaar und mit der ganzen Gästeschar. Er tut reden, trinken, essen und die Alltagssorgen glatt vergessen. Doch plötzlich werden die Menschen stiller. Wer ist denn da der Festtagskiller? Wie peinlich, aus ist mit dem Wein und stimmig ist ihm nur dahin. Am Brütigam ist Wind und Weh. Hätte er das doch früher gesehen, dann hätte er, was in die Kehle rümmt, mit Wasser noch ein bisschen verdünnt. Doch jetzt ist leider halt schon gespart. Er sieht schon, wie der Erste geht. Wie die Männer schimpfen oder fluchen und die Damen ihre Täschchen suchen. Und fast wäre das ganze Fest misslungen, wäre Maria nicht eingesprungen. Sie sagt dem Sohn, hilf uns den Patschen, dann würden sicher alle klatschen. Doch Jesus ist noch nicht so weit. Er sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Doch dann ruft das Personal. Verlegen sind sie und backen fahl. Und Jesus sagt, jetzt holt die Schnuf, mit Wasser füllt die Eimer auf. Und wo der Kellner dann probiert, er ist in Probe ja versiert, da strahlt er und tut das Glas erheben, der beste Wein vom ganzen Leben. Und das Fest nimmt jetzt kein trauriges Ende. Nein, man nimmt sich bei den Händen und freut sich, dass es weitergeht, bis dann eben 12 schlägt. Es geht da nicht nur um den Wein. Nein, ein Zeichen war es, wie Jesus sich der Jüngerschar das erste Mal macht, offenbar. Und uns allen sagt die Geschichte, wenn etwas auf deinem Weg zerbricht, wenn die Gemeinschaft auseinanderfällt, dir einen Stein in den Weg legt, wenn die Jugend andere Wege einschlägt, wenn die Liebe mit der Zeit nachlässt, wenn du spürst, der Wein geht langsam aus, dann spring nicht ganz zum Fenster raus. Bring, was du hast, vertraue ihm an, ihm, wo Wasser wandeln kann. Ihm, wo dann gerade zu dir steht und hilft, dass das Leben weitergeht. So wollen wir uns nicht verschleifen, uns gegenseitig da in Tiefe jeden Tag ein bisschen beschenken, einander einen guten Wein einschenken. Dann können wir fröhlich sein, das ganze Jahr, auch ohne Konfetti in den Haaren.